hat es leider bis jetzt nicht auf die Reihe gebracht, die Vielzahl an notwendigen Baustellen so zu koordinieren, dass nicht jede Baustelle eine eigene Sperrung zur Folge hat. Denn diese Vielzahl an Sperrungen durch schlecht koordinierte Baustellen führt dazu, dass die Kapazität im Netz massiv sinkt. Und das wiederum führt zu den Verspätungen, die wir gerade haben.